Der oder die Kostümbildnerin tritt mit einer bestimmten Idee an die Maske heran. Diese setzt die Ideen dann um. Die Arbeit eines Maskenbildners, einer Maskenbildnerin, umfasst das Knüpfen von Perücken, das Schminken der Darstellerinnen oder auch das Anfertigen von Maskenrequisiten aller Art. Seit 2018 gibt es den Lehrberuf des Maskenbildners, der Maskenbildnerin auch in Österreich. Für das Knüpfen einer Echthaarperücke rechnet man ca. 40 bis 60 Arbeitsstunden. Meist wird dafür europäisches Mischhaar verwendet. Das bedeutet, das Haar kommt aus Asien und wird dann in Europa weiterverarbeitet. Eine Perücke kostet mitunter 1.500 bis 3.000 Euro. Jedes Haar wird einzeln bzw. in einem Bündel aus ein bis vier Haaren durch das Wabennetz geknüpft. Diese Holzbretter mit den Nadeln nennt man Kardätschen. Neben Perücken und Bärten fertigen unsere Maskenbildnerinnen aber auch Maskenrequisiten, wie zum Beispiel diesen Kopf hier an. Im Stück wurde die Figur damals geköpft und damit das Publikum glaubt, dass ein echter Kopf über die Bühne rollt, hat die Maske diesen Kopf nach dem Abdruck des Darstellers aus Latexmilch hergestellt. Zudem wurde das Theaterblut, das damals hier unten rausfloss, mit Zucker eingedickt. Hier arbeitet man wirklich mit den ausgeklügelsten Tricks.